Guten Abend. Wie geht's euch? Wintermenzer, danke für den Autohost. Ihr seht heute eine Mischung wieder aus Simulationsschlacht, Luftschlacht und Panzer. Panzerfahren bringt einfach so viel Geld. Wenn ich denn was erwische. Ich habe noch einen Slot frei, wo ich ein Flugzeug draufsetzen kann. Da will ich gerade überlegen, aber nee. Nö. Wir suchen einfach mal direkt. Möpwen. Wegen Minecraft-Server habe ich eine Idee. Ihr habt ja jetzt wahrscheinlich viel aufgedeckt. Wenn du dich entschieden hast, wo der Spawnpunkt sein soll, würde ich den Seed nehmen. Die Map löschen, neu generieren lassen, dann ist alles, was ihr aufgedeckt habt, wieder weg. Und du kannst dich direkt zu den Koordinaten porten. Probieren wir mal direkt die Kiste hier aus. Die können alle schießen. Das ist schon mal gut. Und ich weiß jetzt schon, dass ich nichts erwischen werde, weil die Karte ist komplett neu. Okay, wer? Und ich bin noch da. Wahrscheinlich stelle ich mich jetzt an den dümmsten Punkt, wo man sich überhaupt hinstellen kann. Da unten ist eine. Wie kommt da eine Smoke-Granate hin? What the? Okay, der schießt schon. Was ich auch mal machen der könnte, Feind hat ein wäre. Gebiet eingenommen. Biwalker, herzlichen Dank für den Host. Und herzlich willkommen an alle, die mich jetzt gleich sterben sehen werden. Ich bin leider erst nach Hause gekommen, deswegen konnte ich im Stream nicht zugucken. Was habt ihr denn Schönes gespielt? Wie geht's Der euch? Feind hat ein Gebiet Die eingenommen. Woche bisher gut rumbekommen. 700 Meter. Wo schießen die? Da ist nix. Eingenommen. Wunderschönen guten Abend. Das hat eine wie schönes gespielt. Das ist einer von uns. Ich hoffe, mein Mikro spinnt jetzt nicht mehr rum. Vorne hat es ein bisschen rumgesponnen. Auf was schießen die? Das ist schön für die Initiative. Ist oft gestorben, ja, das wird mir heute nicht anders gehen. Bloodborne ist ja so ähnlich wie Dark Souls vom Spielstil her, oder? Quatsch, der Schuss ist, der Schuss ist, der Schuss ist. Ich muss natürlich mein Visier wieder runterdrehen, sonst treffe ich nichts. Wie geht's dir? Außer dem Salz von Bloodborne. Ich sehe jetzt schon, ich fahre nach vorne und wird wahrscheinlich so kurz vor dem Ziel wieder abgeknallt.
Von den gleichen machen, okay. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Also gerade sehr spannend. Ich schleiche mich jetzt hier einfach mal hin. Und stelle mich ganz frech hier hin. Fein essen, was gibt's denn Leckeres? Ich sehe nichts. Nein. Finde ich jetzt unsozial. Das wo? Von hinten. Oh. Pasta, Pizza, mal sehen. Lecker. Wunderschönen Abend, Nitz. Wie geht's dir? Ja, gut, du hast Urlaub, dir wird's wahrscheinlich gut gehen. Nehme ich eine Bombe mit, nehme ich eine Bombe mit, nehme ich eine. War da was Feindliches in der Luft? Wir haben genügend Jäger. Die erste Runde werde ich wahrscheinlich wieder total versagen. Ja, außer dass mein Arbeitstag heute etwas länger war, als ich gehofft hatte. Weil wir noch kurz vor Feierabend ein... ich habe hier wieder Fruchtfliegen. Ich habe gestern außerdem vergessen, den Hefezopf ordentlich wegzupacken. Vorhin direkt nach der Arbeit gedacht, gönnst du ein Stück Hefezopf abzuleiten. Wie gesagt, ich hatte eigentlich die Hoffnung, ein bisschen früher nach Hause zu kommen, aber der Chef hat nur einen Strich durch die Rechnung gemacht. Von daher müde. Müde, aber froh, dass morgen ein kurzer Tag dafür sein wird. Aber wozu habe ich Gleitzeit? Sprich, die Stunden, die ich heute reingeschafft habe, morgen einfach wieder verballern und alles ist gut. Wie immer, wenn ich das erste Mal wieder ohne VR fliege, muss ich mich wieder an die Sichtsteuerung gewöhnen. Da ist ein schwarzer Punkt, das ist Frau oder Feind. Hat C abgebrochen, okay. Was bist du denn? Du siehst aus, als wärst du ein Russe, der gerade abschwimmt. Die Feindlinge! Die Fliegenden! Gib mir Deckung! Ich habe gerade nichts gesehen. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Okay, bei C. Der Feind liegt. Gegenangriff. Jetzt. Okay, wir haben ihn zumindest einen Treffer. Zumindest etwas. Falls jemand mitfliegen will. Schlechter als ich geht ja nicht. Einfach Bescheid sagen. Was bist du? Einfach Bescheid sagen. Eine Staffel stirbt sich angenehmer. Kann man wenigstens die Schuld auf jemand anderen schieben. Eingenommen. Ich erkenne nichts.
Absolut gar nichts. Augen auf die Karte. Haben wir überhaupt noch Panzer, die fahren? Ja, die haben noch Panzer, die fahren. Das ist schon mal gut. Oh, da ist... Verbündete Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Hallo. Ach, das wird nichts, das wird nichts, das wird nichts. Oh, oh. Ich würde gerne die Flak rausnehmen wieder. Das hat er geschossen. Unten was Totes, okay. Wir müssen dem Feind mehr zusetzen. Sie sind dabei zu gewinnen. Du bist aber kein Freund. Doch, du bist auch ein Freund. Was soll denn das? Ich werde mich bemühen. Ja, Freund. Jede Runde werden wir wahrscheinlich stark verlieren. Was bist du? Du bist eine BF 110. Ich freue mich auf den Tag, wo die das endlich fixen, dass ich endlich mit VR streamen kann. Ah, scheiße, ich hätte landen müssen und mit Panzer fahren müssen, weil sonst haben wir das Match wirklich verloren. An mir orientieren. Ich hoffe, man hört es nicht, aber ich lutsche gerade noch einen Hustenbonbon. Es sei mir verziehen, ich habe ja immer noch einen leichten Reizhusten. Leute am Schrippel, einen wunderschönen guten Abend. Wie geht es dir? Schießt der auf mich? Schießt. Hat die Drechser auf mich geschossen? Lass mich raten, du hast für 3 Kilo Teig und so weiter und Schoki gekauft. Und am Ende des Tages waren noch 2 Gramm, die im Backofen gelandet sind und den Rest hast gefuttert. Wieso machst du eine Schokokroissance und ich krieg nichts? Verbündete Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Ja, boom, boom, boom. Feindbeer greifen. Ja, ich muss landen. Ich muss landen, weil... Oh, ist das ein Feindflieger? Flak von uns auf irgendwas geschossen. Ich glaube, das ist immer noch die B von der 10, oder? Ja, ist er. Wird heute nicht gemalt, heute nicht. Das machen wir so. Ich denke, nächste Woche wieder. Außerdem, weil ich Montag krank war und so lange kein War Thunder mehr gestreamt habe, habe ich gedacht, ich stream heute mal. Da krank was. Was bist du denn? Ein Japaner. Und im Prinzip alle 14 Tage gedemütigt werden muss reichen.
Morgen geht's ja dann mit Assassin's Creed weiter. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Das ist deprimierend, da haben wir die Lufthoheit und verlieren. Was schießt denn jetzt auf mich? Kannst du mal aufhören auf mich zu schießen? Das Match ist vorbei. Die Drecksau. Ja, die Runde war mies. Einfach zum Vergessen. Und dann schreibe ich, wir das mitfahren. Ah, ich werde Shizuka fragen, ob wir nächste Woche dann wieder ein bisschen machen. Wenn sie Zeit hat. Und wenn ich es richtig mitbekommen habe, Kai allein hat das Spiel ja auch. Und sie ist mittlerweile genauso weit. Also von daher könnt ihr zumindest ein spannendes Rennen zwischen Kai allein und Shizuka erwarten. Ich bin dann für den Show-Effekt da, fürs Auge. Oder so. Als Moderator, als Opfer der zwei Damen. Natürlich alles unter Voraussetzung, dass Kai allein überhaupt mitmachen will. Ja, Niederlage, das weiß ich selber. Ja, guck dir doch hier an, die Panzer, die kannst du sicherlich auch schon fahren. Also Panzerjäger 1 ist ein Anfangspanzer, oder? Oh, du bist offline, melde dich zuerst an. Das Spiel lügt mich an. Gucken wir mal schön, was für Simulationsschlachten es gerade gibt. Ob ein interessant dabei wäre, 1 Stunde 33, 2 Stunden, 2 Stunden. Pro 4 Minuten. Da kommt, die gehen schnell. Aber Simulationspanzer, der spielt das BR ja keine Rolle. Hauptsache, du kannst den Panzer fahren, der da in der Liste ist. Und schlechter als ich anstellen, also krieg ja nicht mal ich hin. Haben wir irgendwelche anderen Bomber in der Luft? Ja, doch. Der D-217? Oh, wir haben Flugzeugträger. Bitte sag mir, dass wir... Ah, wir haben eine gute Landung. Oh, gut. Ihr wollt nicht sehen, wie ich auf dem Flugzeugträger lande. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Die habe ich mir neu gekauft, die ist also auch noch relativ frisch, unverbraucht, relativ gesehen. Du bist die D-217, hoffe ich mal. Ja, bist du. Do, nicht D, Do. Do wie Dora. Ich bin bei 3000 Meter, was schießt der Flak auf mich? Auf den Träger zu bohren. Bei Trägerlandung habe ich bisher noch nicht eine einzige geschafft, aber das habe ich noch nie im Simulationsmodus irgendeinem Spiel geschafft. Selbst bei den Chats wurde ja, also bei den Chatspielen wurde ja so dann so ein heiliges Bleche. Könnt ihr mal aufhören? Ich mag ja Feuerwerk, aber hallo! Ist ja schon fast Lärmbelästigung. Naja,
Nein, die kriege ich nicht mehr. Die kriege ich nicht mehr. Die Fabrik, die kriege ich nicht mehr. Noch ein Stückchen. Willst du mich verarschen? Die kriege ich auch nicht mehr. Ich hoffe, das war auch das. Ich hoffe, das ist auch die. Ja, ist es. So, jetzt darf eine Schleife fliegen, um die da hinten zu erwischen. Ganz toll. Also, selbst mit dem Düsenjäger, wo du ja dann eigentlich schon so automatische Landedinger hast. Ich schaff das nicht. Ich schaff das nicht, weil ich lande im Prinzip nach Gefühl. Und bei meinem Gefühl braucht man links und rechts 3 Kilometer. In der Ansicht liege ich immer wie ein Psoffen. Den einen Hammer, den anderen zum Teil, okay. Wieder zurück. Moment. Ich bin so schnell, ich bin zu schnell. Und wahrscheinlich gleich viel zu tief für die Flagge. Ach du Kacke. Eine Sekunde, ich zeig's dir gleich. Was das so wackelt, ist der Simulationsmodus. Du hast hier keine Assistenten, die dir irgendwie helfen. Was du nimmst. Habe ich hier eine Maus? Nein. Im Prinzip das Kreuz. Nicht die doppelten Linien. Die doppelten Linien sind ein künstlicher Horizont. Und dieser Kreis, wo so zwei Striche weggehen, der da unten so rumpendelt, unterhalb des Kreuz, ist deine echte, realistische Flugrichtung. Also das Kreuz ist sozusagen, wo rein optisch dein Flugzeug hinzeigt und der Kreis unten, wo du dich gerade in Wirklichkeit hinbewegst. Also wenn ich das Ding so halte, sieht es aus, als wenn das Flugzeug so schräg in der Luft steht, aber in Wirklichkeit, weil der Kreis da nach unten, fliege ich trotzdem geradeaus. Der Feind ist dabei zu gewinnen. Und dann halt wirklich dieses Kreuz, wo die senkrechten Striche runtergehen, da die Mitte. Das ist dein. Soll ich zu dem Flughafen runterkommen? Seid ihr wahnsinnig? Wir hatten das gebaut hier. Schon. Die Runde wird schneller vorbei sein, als ich gedacht habe. Fliegst du dann in Anführungszeichen oder fährst du abends zu Panzer? Nase. Und hallo, wenn du Schokokross ausgemacht hast, wo ist meins? Nur so am Rande. Fliege zum Stützpunkt! Guten Abend, Verdun, und das feststehende Kreuz. Das feststehende Kreuz. Der sich bewegende Punkt ist nur ein Anhaltspunkt, wo dein Flugzeug dich gerade hinbewegt.
Landebahn? Wo sind die? Da. Wenn wir nicht etwas unternehmen, hat der Feind gesiegt. Ich fahre die Panzer eigentlich auch nur wegen dem, dass ich da mit dem Flugzeug einsteigen kann beim Sim-Panzer. Ich bin viel zu schnell. Ich bin viel, viel, viel zu schnell. Das ist wieder von Landebahn. Da ist ein Hügel vor der Landebahn. Ich bin viel zu schnell. Ich habe schon gesagt, dass ich zu schnell bin. Autsch, Autsch, Autsch. Bremsen, bremsen. Fussel! Nein! Einen wunderschönen guten Abend und weiterhin gute Besserung. Ich hab die nicht überlesen, ich hab dich bloß nicht gespürt. Mein Stahl hat das Genick, hat da keine. Wunderschönen guten Abend dir. Wie geht es dir jetzt? Bisschen besser? Hast Medizin bekommen? Schwätzer. Ja. Bomber landen? Ja, es geht mit. Ach, ich brauche da gar nicht mehr starten. Die Runde ist gleich vorbei. Bomber sind. Wenn man es mal raus hat, also man darf da halt nicht so ungeduldig sein wie bei Mega. Bei Mega kann ich einfach so senkrecht runter und YOLO. Beim Bomber geht das nicht. Weil, bis du den wieder hochgezogen hast, dann gute Nacht. Der Feind liegt. Gegenangriff. Jetzt! Geradeaus, geradeaus. Sagt er geradeaus. Also Panzersim fahre ich, fliege ich gern, weil es gibt Geld. Die Matches sind relativ schnell erledigt und ein Abschuss mit dem Flugzeug bringt 20.000. Das heißt im Sim-Modus nicht so schnell zu sein, das Match ist auch. Da gibt es wenigstens noch Verstartenpunkte. MC Spartaner, einen wunderschönen guten Abend und das heißt Ausrufezeichen Fail Air. Bis nächsten Freitag. Also morgen oder nächste Woche, Freitag. Da schoss was mit grünem Leuchtspur. Japaner haben keine grüne Leuchtspur, oder? Das war nie die Voraussetzung. Das hat bloß geheißen, ich soll runterkommen. Im Zweifel mit dem Fallschirm. Wir müssen dem Feind mehr zusetzen. Sie sind dabei zu gewinnen. Ich sehe dich. Ich sehe dich immer noch. Du bist ein Freund. Scheiße. Dann bist du ein Feind. Wetter? Boah.
Den habe ich total verzogen, weil jetzt lang wartet hat, ob Freund oder Feind. Mich verarschen. Da wieder mein. Die Bomber in dem Tier sind so. Ich lande übrigens gerade. Jetzt, Spartaner. Jetzt. Ich muss wieder dieses Anfliegen. Habe ich noch nicht ganz so. Ist ohne VR, wenn es mit VR gewohnt ist, ein bisschen problematisch. Bäh, ein bisschen in der Luft. Warum bin ich in der Luft? Okay, ich bin in der Luft. Wir haben eine Niederlage erlitten. Zurück zur Basis. Ja, das mit dem Heile hat jetzt nicht ganz so funktioniert. Miese Runde, ganz miese Runde. Aber ich habe was abgeschlossen. Ein neues Flugwerk für die BF-109. Mal zurück, nein, danke, jawohl. Ach, die ist ja ganz frisch. Total vergessen. Kein Wunder, habe ich gerade keine Chance gehabt. Guckt mal, diese zusätzliche, das war hier rein, weil das Flugzeug nicht und ja. Ein bisschen Abwechslung, ein bisschen Panzer fahren, ein bisschen fliegen. Und wenn Spartissel gerade nicht da ist, alles ausreden. Nein! Technisch, höchst wissenschaftlich, mathematisch nachgerechnete Ausreden. Aber wissenschaftlich und mathematisch bewiesene Ausreden. Da war kaum noch was übrig. Dann fliegst mal in Simulation. Das ist böse. Das ist böse. Ja, Fussel, ich habe in letzter Zeit nicht mehr so regelmäßig gespielt, wie ich es davor getan habe. Weil meistens montags ich Stimme weg war. Diesen Montag habe ich mir, war ich ja auch beim Arzt und habe diese wunderschönen, keine Werbung, Tabletten bekommen, die. Ich vom Arzt mit dem Satz bekommen habe, sie fahren danach nicht mehr Auto. Die Apothekerin meinte so ungefähr gefühlt 24 Mal, du fährst aber danach nicht mehr Auto, du fährst aber danach aber nicht mehr Auto. Und dann habe ich mir eine reingepfiffen und hab. Deswegen. Ja, die Haare, deswegen auch nicht zum Friseur gekommen, ja, die Haare sind etwas länger. Ich habe eigentlich vor, sie morgen zumindest an der Seite wieder abzupassieren, aber morgen, morgen oben lassen. Oben dran lassen. Bin ich hier alleine? Von daher, ja, wir haben uns an Weiche nicht gesehen. Der letzte Stream war letzten Freitag. Es ist ein Squid. Morgen übrigens wieder. Es ist ein Squid. Und. Ja, von da können wir kommen. Und am Donnerstag war das, was Leutnant Schrippe gefragt hatte. Malen. Da war wieder Shizu VS Hörnchen. Er steht 27:0 für Shizuka. Und da ich das nur alle zwei Wochen seelisch und moralisch verkrafte, beziehungsweise meine Gruppentherapie und Psychiaterin gesagt hat, so viele Antidepressiva, das kann sie mir nicht verschreiben, wie dieses Spiel für mich brauche danach.
Fussel, du bist eine Frau. Ja gut, aber deutsche Panzer, die kennt man ja von jedem Film. Und ich mache es im Prinzip auch nach dem Prinzip Hoffnung. Prinzip Hoffnung im Sim-Modus. Panzer heißt, du wirst beschossen, siehst rechtzeitig, wo der Schuss herkam, hast diesen Schuss überlebt und kannst zurückschießen. Funktioniert manchmal. Trau den Frieden nicht. Ja, Fussel, ja, Fussel. Artillerie, Feuer bereit. Artillerie, Koordinaten bestätigen. Bitte nicht auf mich, bitte nicht auf mich. Wir haben mein Gebiet eingenommen. Du hast gerade Bumm gemacht. Aua. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Der Ladeschütze wurde verwundet. Das ist aber natürlich nicht falsch. Das ist doch ein Japaner. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Das war doch ein Japaner. Okay, war kein Japaner. Also ihr seht, das ist Prinzip Hoffnung in diesem. Hoffnung in dem Spiel. Ich höre einen Panzer. Simulation. Das war gerade Dummheit von mir. Ich habe nicht geguckt. Mein Rohr war wahrscheinlich beschädigt. Mein Fussel. Beschädigt. Und ich habe abgedrückt und dann hat es Puff gemacht. Wahrscheinlich hat er mich so beschädigt gehabt, dass ich nicht mehr hätte schießen sollen. Der Feind hat die Initiative. Nein, Fussel. Zelt. 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 Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Nein, Fussel. Webcam ist unscharf. Sag doch was. Und Mikro zu leise. Warum sagt denn keiner was? Oder ist Spartissel mal wieder am. Ich hab leise geflucht, vielleicht lag es daran. Ich kann das Mikro auch ein bisschen näher zu mir ranholen.
Aber die Webcam umschaut. Seh dich, ich seh dich, ich seh dich, ich wackle wie ein Fisch. Seh dich, ich seh dich, ich seh dich. Ich habe ihn zumindest so beschädigt, dass er jetzt nicht mehr viel machen kann. Okay, Mikro kann lauter. Moment. Mach ich gleich. Ich habe leider an dem Ding hier nur Regler für die Mikrofon. Ich kann hier nicht die Lautstärke vom Mikrofon. Lautstärke vom Kopfhörer, aber nicht fürs Mikrofon. Ich kann es, wie gesagt, noch ein bisschen näher holen und vielleicht auch etwas. Jetzt stoße ich so ins Mikro. Und vielleicht auch ein bisschen lauter reden. Schießt ruhig weiter auf mich, dann sehen euch meine Freunde. Das könnte natürlich sein. Was ich jetzt machen? Moment. Fliegst du mal geradeaus? Warte, geradeaus. Besser. Da wird die Orientierung verloren. Wo bin ich eigentlich? Ich bin da. Okay. Heißt, Feindflieger kommen von da. Fussel, lass es raus, bevor du platsch. Übrigens zwei positive Nachrichten, oder zumindest eine. Scheinbar ist dieser dämliche Follow-Bot endlich weg. Jetzt ist es zu spät. Okay. Der Follow-Bot ist weg und scheinbar auch der View-Bot, den ich hatte. Wobei mich die Antwort, muss ich ehrlich sagen, von Twitch immer noch etwas unbefriedigt hat. Die einzige Antwort war einfach ignorieren. Nein, Followbot, okay, den kann man noch ignorieren. Das ist, mir sind die Leute wichtig, die da sind, nicht die Follows oder sonst irgendwas. Hörst du auf mich zu schießen? Hörst du auf? Hörst du auf? Aber ein Viewbot ist ja unfair gegenüber anderen Streamern. Aber ich glaube, der ist auch weg. Von daher. Okay, Fussel, hast einen frei. Machen wir zwei draus, weil ich heute so gut gelaunt bin. Der schießt immer noch auf mich. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Und Spartaner, du darfst einmal Ausrufezeichen Fail Air, also Fail A-I-R machen. Sei froh. Sei froh. Am Anfang habe ich mich gefreut beim ersten Assassin's Creed Stream. Und dann hat es nicht aufgehört und dann kamen alle Viertelstunde zwei Follows. Und ständig der Alarm und der Alarm und der Alarm. Es ist nicht schön. Es ist nicht schön. Kommt auch mal ein gegnerischer Flieger oder nicht? Und der Viewbot war sowieso, das ist einfach. Ich
mag sowas nicht. Ich will sowas nicht. Bäume kuscheln. Jetzt habe ich doch Verwandtschaft besucht. Mitdenken, Fussel, oder wirkt die Medizin schon? Feindliche Truppen haben mein Gebiet eingenommen. Ah, auf der Map mit dem Jäger auf Bodenunterstützung ist halt scheiße. Ach, scheiß drauf. Ich hole mal eine Bombe und schmeiß die irgendwann auf den Kopf. So. Ach, jetzt habe ich wieder zu viel Ruhe gewonnen. Scheiße. Ach, dass ich nie eine Kurve fliegen kann ohne. Das ist das Problem bei den Jägern, Leute. Also, bei anderen Sim-Spielen hast du halt dementsprechend mehr Platz, um den Landeanflug vorzubereiten, aber hier musst du im Prinzip. Wo ist die Landebahn? Ja, das ist die Landebahn. Nicht drüber nachschießen, nicht drüber nachschießen, weil da geht's steil runter. Okay. Na? Okay, gelandet. Das hätte auch mit nichts getrieben, oder? Jetzt gucken wir erstmal schön nach dem Mikro, ob ich das noch irgendwie oder passt das mittlerweile. Aufnahmegeräte, Mikrofon, Eigenschaften, Pegel. Ich kann den Mikrofonverstärker noch mal ein Stück nach oben. Also ich habe es jetzt noch mal nach oben. Sagt mir, ob es besser, schlechter oder. Der zweite, wenn sie es denn so wollen, was ich total vergessen habe. Hab ich total vergessen. Hätte mich auch mal einer daran erinnern können, dass ich das frisch vorm Stream eingerichtet hatte und ja. Wobei ich die Bett. Ach komm schon. Also das Bettsystem vom Angkor nicht ganz so berauschend finde, muss ich ehrlich sagen. Aber gut. Fehlenoption. Okay, wir nehmen A ein, es ist irgendwann noch wieder Netto. Da sind ja bloß noch zwei. Na toll. Wo schoss es? Es schoss doch da gerade irgendwo. Ist da jetzt ein feindlicher? Nein. Noch ein bisschen mehr und doch, jetzt kam ein feindlicher Jäger. Ihr könnt mich mal kreuzweise. Das ist ja grausam. Natürlich ist A hinter mir.
geht auch nicht. Hä? Put, 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 put. Da, 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 da. Wir gehen jetzt einfach mal volles Risiko. Ich habe hier irgendwas bewegen sehen. Ich habe hier was bewegen sehen. Da ist er. Scheiße. Augen auf die Karte. Da ist sie natürlich wieder versteckt. Wieso? Ach Scheiße. Deswegen mag ich die Map nicht so. Die ist so. Na gut, für Panzer ist sie natürlich perfekt. Ich habe mein Gebiet eingenommen. Die wurden alle lieb gewirkt. Nee. Wenn die Bodentruppen mir wenigstens mal irgendeinen Hinweis geben würden, wo irgendwas ist auf der Map, aber... Nö, da ist jeder denkt dann nur an sich und nicht an meine Bombe, die gezündet werden will. Ich sollte auch mal gerade ausschauen, wo ich hinfliege eigentlich. Ich lasse die Wette jetzt einfach mal für die nächste Runde mitlaufen. Oh, ich habe doch ein Bodenziel zerstört, immerhin. Und ein Gebiet erobert. Hätte schlechter laufen können. Nicht viel, aber hätte. Da-dam, da-dam. Ich darf eins heute nicht vergessen. Man verzeihe mir, dass ich meine Bude unter Wasser setze. Ach, verfluchte Scheiße nochmal. Ja, Spartaner, fehl. Ach, ist zum Glück bloß Wasser. Ja, ich geh wischen. Eigentlich wollte ich trinken, aber irgendwer gönnt's mir ja nicht. Zum Glück habe ich nichts Weißes an, sonst würde jetzt Brustwarze sehen und ich würde wahrscheinlich in Amazonstrike bekommen. Und jetzt nochmal vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja. Ich muss viel trinken wegen Reizhusten. Wasser mit Kohlensäure, ja, was denn sonst? Okay, ich glaube, ich muss zurücknehmen mit dem Viewbot, aber das ist wieder ein anderes Thema. Okay. Wenn dann schon Sprudel. So. Also will heute gar keiner mitspielen? Gar keiner Lust auf eine Runde fliegen oder so?
Und in Wirklichkeit habe ich das ja mit Absicht gemacht, weil so wasche ich meine Wäsche. Oder so. Beziehungsweise das war die monatliche Dusche. Dann gucken wir mal wieder. 2 Stunden 24 Minuten, das dürfte wahrscheinlich auch gleich vorbei. Beziehungsweise ich frage mal euch, soll ich reinfliegen oder macht es Spaß? Also ich finde es halt. Nein, ich bin ruhig. Oder mit Panzern. Oder ist es euch egal, Hauptsache Bäume knuddeln. Amis könnten wir auch mal probieren. Da mache ich die Flugzeuge aber nicht so. Also nicht in dem Bereich. Da bin ich froh, wenn ich die durchgesalzen habe. Sagt mir einfach Bescheid. Ich mache jetzt einfach noch eine schnelle Runde Panzer und danach könnt ihr dann sagen, ob euch das so lieber ist oder doch die andere Variante. Die Map ist auch wieder für Flugzeuge nicht geeignet. Ah, da bin ich in ein laufendes Gefecht reingekommen, auch das noch. Ich hab da was bewegen sehen. Das ist ein Deutscher? Ja. Oder? Ja, das ist Marder 3. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wir haben ein Gebiet eingenommen. Einen wunderschönen Abend, Kaierlein. Leutnant Schrippe hat schon gefragt, ob heute nicht Malen an der Reihe wäre. Und da habe ich gesagt, beim nächsten Mal ist neben Shizuka auch noch du dabei, dass Shizuka mal eine Konkurrenz bekommt. Was das Zeichnen angeht. Hat's doch gerade gequalmt. Gut, dann, dass es mal spannend für die Zuschauer wird, dass ich einen gleichwertigen Gegner und so bekomme. Scheiße! Ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen, ich habe ihn gesehen. Das ist ein Deut. Oh, was macht denn der da? Was bist du?
Die Japaner sehen halt leider vom Japaner. Da erkennt man es bloß am Turret, nicht an der Farbe. Okay, das ist noch ein was wird da? Wir haben die Initiative. Noch ein Deutscher. Was hat denn der Vertarnung? Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Musst du jetzt echt hinter dem Baum fahren? Ich liebe den Panzer. Ich liebe ihn. Jetzt schon. Endlich mal Kugeln, die geradeaus fliegen. Ach scheiße, der ist mir durch die Lappen gegangen da hinten. Dem ist langweilig da oben. Ich hoffe, irgendjemand passt auf meinen Arsch auf. Ich würde da jetzt gern um die Ecke linsen. Boah, das ist der Marder, der neben mir fährt, verfluchte Scheiße. Jedes Mal, wenn ich mich irgendwo wegbewegt habe, bin ich bisher immer gestorben. Ich bleib jetzt einfach mal stehen. So. Augen auf die Karte! Da ist nichts. Wiederhole, da ist nichts. Also schöne Landschaft, aber bring mir einen mit und verfussel auch einen. Okay, der hat auf irgendwas geschossen. Ah, ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Volltreffer, nächstes Ziel. Oh, komm schon, komm, 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 oh, meh. Schade. Oh, was ist das? Entscheidender Schlag. Was auch immer ich gemacht habe. Neues Abzeichen. Emblem der 24. Panzerdivision. Schlacht gegen andere Spieler. Schön. Die Gleisketten kaufen wir. Jawohl. Nächstes erforschen. Fertig.
Bei der Besatzung hier muss ich noch irgendwie Punkte geben. 34, nein. Der Richtschütze geht mir immer so schnell kaputt. Anwenden. So. Weil jetzt kann ich hier qualifizieren, kostet einen Haufen Geld, aber bringt plus 3 auf alle Werte. Außer auf den schönen hier, aber das wird ein anderes Thema. So, habt ihr euch entschieden, diesen Modus weiter oder einfach nur fliegen? Ich kann ja auch mal die Wette dementsprechend. Ich hatte keine Abschüsse, glaube ich, und mag das nicht so laut, Kai, allein Fussel ist, glaube ich, nur hier, um mich fehlen zu sehen. Entschuldigung. Sagen wir so, Panzer, also wenn ich jetzt Panzer, nur Panzer fahre, dann lasse ich die Wette so lange laufen, bis ich mal wieder im Flugzeug. Aber ich sitze ja auch im Flugzeug in der Regel bei so einer Panzerschlacht. Oh, gegen die Sonne, das hasse ich. Du erkennst halt nichts. Nein. Wo sind das? Bin ich hier allein unterwegs? Jupp, ich habe mir den Weg ausgesucht, wo sonst keine Sau lang gefahren ist. Mimimimimi. Ja, ich schreibe den Text da gleich neu. Mist. Der merkt auch alles. Aber ich hasse es wirklich, gegen die Sonne zu fahren. Du erkennst halt gar nichts. Wie ist eigentlich die Bildqualität im Stream? Sagt mal was. Eben, das ist noch gut, das kann man essen. Ich weiß es nicht. Wir haben
Das ist keine... Geiz ist Sparsamkeit. Ich wiederhole, es ist Sparsamkeit. Wenn wir haben, dann verwenden wir auch. Und es nennt sich nicht Faulheit, sondern Bauernschleue. Irgendwie habe ich das Gefühl, als wäre mein Headset vertauscht. Ich schieße die ganze Zeit auf der Seite, aber das kann ja gar nicht sein. Das ist schon links, aber irgendwie hört sich an, als wenn es hier schießen würde. Wir haben die Initiative. Ach komm, Gaia. Ja, ist ja recht. Ach shit! Wir haben ein Gebiet eingenommen. Ich weiß, es ist riskant, was ich mache, aber das ist mir gerade egal. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Da muss doch irgendwo ein Feind sein, der kann ja wahr sein. Ich hab kein MG! Ich hab kein MG! Na, wo bist du hin? Wo bist du hin? Alter, Scheiße, da spawnt er gleich hinter mir. Warnt. Wir pirschen uns mal leise nach vorne. Punkt B verteidigen. Punkt A angreifen. Punkt B angreifen. Kann er sich mal entscheiden? Punkt C angreifen. Will gar nicht.
Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Ein Spawnkiller oder was? Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Autsch. Ich fahre hier mal ein bisschen planlos rum und suche den Feind. Ziel zerstört. Süß. Aber wir haben ihn gefunden. Das Problem ist bloß, wir müssen jetzt schnell irgendwo einen Punkt einnehmen und ich kann mich gerade nicht entscheiden, wo lang. Brauch Unterstützung! Der Feind hat die Initiative! Na komm, fahr! Da habe ich gerade die ganze Zeit, ich habe hier zwei. Wo sind die? Die in der Mathilda. Nicht doch. Kein Artilleriefeuer, bitte. Oh, hinter mir. Ich habe genau gesehen. Ich habe ihn gesehen. Das Problem ist, ich muss mit dem Panzer rein, sonst ist das Match verloren. Beziehungsweise das Match ist wahrscheinlich sowieso verloren. Ein Tick zu hoch. Nee, die Runde ist verloren. Natürlich der Richtschütze. Wo ist die Sau? Da ist die Sau. Und ich habe kein MG. Warten. Unfair! Da steige ich jetzt auch nicht mehr rein, weil das wäre Geldverschwendung. Obwohl, komm. Die Sau, die mich da gerade von oben beschossen hat, kann ich abholen. Zu lange gewartet, ja. Wäre ein schöner Schuss geworden. F1 Versteuerungshilfe, wollt ihr mich verarschen? Komm, die IL-2 will ich noch. Die IL-2 hole ich mir noch. Diesen dämlichen Flugpanzer der Russen.
Ah, das Match ist vorbei. Aber ich kann mir noch Geld holen. Reicht das noch? Wenn ich YOLO fliege. Aber nur wenn ich YOLO fliege. Heißt, ich muss den Jäger, der da drüben fliegt, ignorieren. Und die zwei aus den Augen verlieren. Ah, da ist er. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Ja, das lief gut. Das hat gerade nur Geld gekostet. Zählen wir das jetzt als schmiert ab beim Standes? Zählen wir jetzt als landet im Baum oder was? Oder? So, ihr wollt, dass ich die Texte umändere? Ja, die Bäume kamen am Schluss. Beste immer zum Schluss auf jeden. Texte ändern, Texte ändern, Texte ändern. Hm. 20.000, für was habe ich 20 Gebiete erobert? Okay, dafür gab es Geld. Der Rest war einfach nur peinlich. Der Rest war einfach nur peinlich. So, wir haben die Stufe 42 erforscht. Dann erforschen wir als nächstes mal die Flak 88. Ich. Forschen. 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 Kaufen. 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 Fertig. Dann ändere ich mal. Boah, klar, bei den Texten bin ich jetzt etwas einfallslos. Für Panzer. Und probieren noch eine Runde. Puzzle hat ihren Spaß. Ja, da gehe ich diesmal als erstes mit dem Flugzeug ran. Oh ja, da war mal klar. Dann nehmen wir uns Bömmchen noch wieder mit. Gerade, jawohl. Geschwindigkeit aufnehmen und. Ich mache jetzt etwas Untypisches. Es ist jetzt ein Versuch. Normalerweise, wenn man eine Bf 109 fliegt, steigt man und steigt man und steigt man. Aber ich habe jetzt ein Bömmchen dabei. Der klebt mir da am Arsch. Ah, eine A6. Okay. Auch mit Bömmchen.
Und ich will jetzt einfach mal versuchen, die Bombe auf den Feind zu droppen und dann zu steigen. Es kann sein, dass das ganz, 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 ganz böse endet. Aber Versuch ist es wert. Der Volkbinder. Am Mühl. Okay. Aber ich scheine Glück zu haben. Ich sehe zumindest noch keine Feindflieger. Steigen. Warum steigen, dass ich überhaupt einen Feind sehe? Weil so im Direktüberflug. B. Punkt C. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Na, la, 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 la. Naja. Auge auf die Karte. Hätte ich aber fast das Mikro mitgenommen. Scheiße, ich sehe es gerade. Wir sind viel zu wenig Panzer. Fuck. Die Runde wird verloren sein, bevor ich überhaupt irgendwas machen kann. Vier Flugzeuge, vier Panzer. Fünf Flugzeuge, Entschuldigung. Ist heute Fliegertag? Da sagt man auch noch die Stimme. Der Mund komme ich halt nicht durch, das ist zum Kotzen. Geh zurück landen, das sind zu viele Flieger, wir haben zu wenig am Boden. Viel zu wenig. So kann ich die Panzerschlacht nicht gewinnen. Geschwindigkeit verlieren. Really? Oh komm, so steil bin ich doch gar nicht. Reingekommen. Hallo. Bitte sag mir, dass ich auf der Landebahn angekommen bin und ich repariert werde. Ich werde repariert. Gut.
Glück gehabt. Wenn das Flugzeug repariert ist und auf dem Flughafen steht, kann ich nicht wieder einsteigen für den Fall der Fälle, dass es überhaupt so weit kommt. In der Hoffnung, dass ich den Gegner schnell genug sehe. Weil ich kann mir vorstellen, dass die jetzt schon so weit vorgeprescht sind, dass es... Der Feind liegt! Gegenangriff! Jetzt! Ich hab gedrückt! Ich hab gedrückt! Ich hab wirklich gedrückt! Fuck. Das ist Spawnkill, da... Wir müssen dem Feind mehr zusetzen. Sie wird dabei zu gewinnen. Guck mal, dass wir das Bämpchen noch absetzen und gut ist. Wenn der Gegner mal so durchgewascht ist, dass er bei deinem Spawn ist, kann ich im Prinzip sowieso nichts mehr machen, außer... Naja. Ich habe einen netten Tag, ich wollte irgendjemandem einen Spawn-Kill gönnen. War ein Fehler. Ja, jetzt aber gar keine, das ist... Wir müssten eigentlich, es gibt ja Flaks, also der Flughafen ist ja von Flak geschützt. Warum es keine Panzerabwehrkanonen für die Spawnpunkte gibt, konnte mir doch keiner sagen. Wäre relativ einfach zu machen. Diesmal mache ich einen Fehler nicht, die Bombe wird ausgeklinkt und diesmal steige ich und hole mir die Jacken. Das wird nicht mehr schaffen. Das schaffe ich nicht mal mehr. Da haben wir sogar die Lufthoheit und die schaffen es nicht mit einem 6, die... Ach ja. Da, wir haben die Lufthoheit und eine Jack. Eine verschissene Jack. Die wahrscheinlich auch noch gleich mich erwischt, weil ich schimpfe, anstatt mich zu konzentrieren, wo es eigentlich ist. Wenn wir nicht schleunig etwas unternehmen, dann wird der Feind den Sieg davon tragen.
Ich habe die Jagd nicht, die IL-2 nicht erwischt, ich weiß. War vorbeigeflogen. Und da kommt die Jagd. Wo ist sie? Sasuki, einen wunderschönen guten Abend. Willkommen bei meinem Dauerfail. Oh, das ist ein schöner Drop. Aber er hat, glaube ich, nichts erwischt. Ich lasse mich von der Jagd abschießen, von der verschissenen Jagd, Entschuldigung. Und die habe ich nicht mal gestriffen. Jetzt mach, dass du wegkommst. Gönn ihm nicht auch noch den Abschuss. Sasuki, wie geht's dir? Zerstörte Luftziele? Das muss mir einer erklären. Wann habe ich mit dem Flugzeug haha. Ich habe die IL-2 wohl doch erwischt am Schluss. Nehme ich. Waschcodes? Was für Codes sind denn das? Sind das so, Premium-Fahrzeuge und so Zeugs. Und wie komme ich zu der Erde? Wäre natürlich auch noch eine riesengroße Frage, wie komme ich zu der Erde? Wenn Suki, herzlichen Dank. Wie komme ich zu der Erde? Wie willst du das machen? Ich habe noch kein Verlosesystem oder sonst irgendwas. Beziehungsweise lasst mich mal kurz gucken. Es gibt doch hier sicherlich irgendwie so ein Dingssystem. Bartissel, ich brauch dich. Giveaway. Hier, Giveaway. Ticket. Preis keinen. Dankeschön. Ich weiß bloß nicht, ob überhaupt noch außer mir jemand hier das Spiel spielt. Ich werde jetzt einfach mal so machen. Verdammt. Einfach das eingeben, man könnte mitmachen bei dem Giveaway. Ich würde sagen, für das Flugzeug, für die 109A Pflege plus 3 Tage Premium, die erste Runde, würde ich sagen, wenn mich irgendjemand daran erinnert, wie gesagt, wenn überhaupt jemand mitmacht, der hier, also wenn hier jemand ist, der das Spiel auch hat, logischerweise, eingeben. Dann würde ich sagen, machen um 8 Uhr, drücke ich den Knopf. Dann bekommt er von Suzuki eine Private Message und kann die dann den Code weitergeben. Ist das okay, Sasuki? Herzlichen Dank dafür.
Aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob von den Zuschauern, die sind nämlich heute alle so leise und die Damen und Herren, die reden viel, die schreiben, sind eigentlich außer der Spartissel. Spartissel, aufwachen! Also, wenn mich jemand um 8 Uhr dran erinnert, wenn jemand mitmacht. Ansonsten nehme ich sie. Könnt ihr euch gewiss sein. Beziehungsweise hebt sie auf. Guck mal einfach mal, wie gesagt, wer alles überhaupt Interesse hat. Und wenn es dann bloß Spartaner ist, dann soll er dich anschreiben. Da brauche ich auch kein Giveaway machen. Dann machen wir das so. Und Leutnant Schrippe, wenn du noch da sein solltest, du spielst doch auch. Komm, Leutnant Schrippe. Ist er überhaupt noch da? Lass mal kurz gucken. Bin ein bisschen sprachlos, wie ihr merkt. War ich gerade Schiff versenken? Der Fussel ist da immer ganz gern vorne mit dabei, wenn es um irgendwas umsonst geht und dann mir als Schwabe das vorwerfen. Der liebe Sasuki 89 hat Schlüssel für Kampfflugzeug BF-109 Pflege plus 3 Tage Premium und Panzer, Kraftwagen 2, Ausführung C, DAK und 3 Tage Premium. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, mit was ich das verdient habe. Hast mich fahren sehen und gedacht, oh Scheiße, so schlecht wie der fährt, der braucht Hilfe. Der braucht unbedingt Hilfe. Diesmal mache ich nicht den Fehler, sondern steige erst mal im Panzer ein. Einfach so. Wie bist du an die Dinger gekommen, wenn man fragen darf? Bist du so Dings, wie heißen die Premium? Nein, nicht Premium-Spieler, Ritter-Spieler. Fahren wir jetzt alle hier gerade. Wir fahren gerade alle. Oh. Einfach so. Der Tag ist doch noch gut. Ah, okay. Blutvoll kenne ich gar nicht. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Aber natürlich jeder, der das einlöst, dieser Hinweis sei mir vergönnt. Auf eigenes Risiko. Ich kenne die Dinger bisher nicht. Ich bin sehr nett von Sasuke, aber auf eigenes Risiko. Also ohne Gewehr oder Totschlagalgorithmus. Dieser kleine Zusatz sei mir einfach mal vergönnt. Dass sie nicht mehr gültig sind. Okay. Wenn das das Einzige sein sollte, im geschenkten Gaul soll man das Maul schauen.
Okay. Ich kenne die Seite halt nicht, deswegen dieser Hinweis. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht undankbar rüber oder sowas. Wir hinterher! Alles gut, perfekt. Dann bin ich ja beruhigt. Natürlich ist die Schlacht wieder überall da, wo ich nicht bin. Wie könnte es auch anders sein? Haus. Ja, man kann auch Kamikaze von der Wand fahren, oder? Ja, das. Wer hätte es gedacht? Ach, Scheiße. Wie du siehst, ich bin beim Panzerfahren nicht so geeignet. Beim Fliegen mache ich heute aber auch keine gute Figur. Flieger, wir haben 2 in der Luft. Ich habe keine Feinde in der Luft gesehen, dann fahren wir mit dem Panzer. Japan. Und es hat Bogen, genau. Okay. Ihr habt's gehört, Leutnant Schrippe. Und ich würde auch sagen, weil bisher Spartaner, also wie gesagt, viele meiner Zuschauer sind hier, weil sie mich fehlen wollen, nicht weil sie das Spiel spielen. Deswegen einfach Sasuke anschreiben und den Code einheimsen. Da würde ich sagen, das Waffeln lassen wir einfach. Habe ich ja bisher auch noch nie gemacht. Hast gehört, Leutnant Schrippe. Und auch Spartissel. Einfach lieben Sasuke anschreiben. Dann bekommt er von ihm diese Codes. Ich muss dich aber enttäuschen. Anscheinend, also laut Arzt am Montag, hat der Arzt mich begrüßt mit den Sätzen. Hast du aber abgenommen, oder? Wo? Ich fahre hier etwas planlos. Nein, dir bin ich vorhin schon gefolgt und gestorben. Oh, der Feind nimmt B ein. Wer spielt schon das Spiel selber, Sasuke? Wahrscheinlich haut er sich gerade den Kopf gegen den Tisch. Wir haben ein Gebiet eingenommen.
bist ein Russe, oder? Willst du mich verarschen? Glück. Der fährt da einfach an mir vorbei. Ich denke mir so, hey, ist das ein Japaner? Ich bin kaputt und habe keine Ersatzteile. Wir stehen kurz vor dem Sieg. Das passiert im Simulationsbattle. Ich bin, glaube ich, viel zu schwer. Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten! Augen auf die Karte! Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten! Wir folgen! Wir haben die Initiative! Eigentlich süß von ihm, aber hoffnungslos. Ja, ich bin zu schwer. Jetzt rammt er mich von hinten, die Sau. Wir sind jetzt weit voraus, Männer. So, dann folgt mir dem netten Herrn mal. Der wohl etwas schmäler ist als ich. Kehre zum Flugplatz zurück. Komm, lass mich vor. Du bist ein Papiertank.
Okay, er lässt mich nicht vor. Ja, wird schon keiner klauen. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Der ist auch ein bisschen bemalt. Bremsen, sorry. Und hat einen Kürbis hinten drauf. Sympathisch. Sasuki, danke nochmal, herzlichen Dank und dir auch noch einen wunderschönen Abend. Herzlichen Dank. Die Runde war zumindest witzig. Der KV, der an einem vorbeiheizt und nicht schießt. Der nette Japaner, der einem über die Brüstung hilft, dass man reparieren kann. Fussel, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht. Erhol dich gut. Nimm deine Medizin. Sei artig. Soweit du das kannst. Aber ja, das war eine witzige Runde. Fertig. Da nehmen ohne Reparatur. Dann beende ich den Raffel mal, weil ja. Jetzt steige ich gleich wieder mit Panzer ein. Und es wird wieder nichts passieren. Wenn ich mit Flugzeug einsteigen würde, dann haben wir wahrscheinlich wieder Kanten. Egal. Er fährt mit seinem Japan halt davon. Könnt ihr den Chat? Ja, ihr habt den Chat gelesen, okay. Die Wolf 503. Die Jagd 51 habe ich schon ein paar Mal gesehen. Die Bravo noch nicht. Die Atlas habe ich gesehen. Diese japanischen Lattenzäune, das ist faszinierend. So stabil ist kein Baum. Ja, Baum, Lob. Der Feind hat
hat ein Gebiet eingenommen. Hier muss man aufpassen, weil diese Bambusdinger sind schon extrem verratend. Scheiße. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Natürlich hat es den Richtschützen, warum auch nicht? Augen auf die Karte. Der Feind hat die Initiative. Und natürlich erwischt ihn direkt wieder. Da kann der auch mal was anderes treffen. Abend, Schattenwolf. Ja, ich bin mittlerweile bei den J angekommen. Ich stelle mich aber an wie der letzte Mensch heute. Was sagten die? Wir haben genug in der Luft. Wie geht's dir, Schattenwolf? Ich weiß, ich habe eine Weile nicht gestreamt, deswegen ist die Frage wahrscheinlich etwas länglich. Ich hoffe, es geht dir gut. Du lebst noch. Freut mich zu hören, freut mich zu hören. Der Feind hat ein Gebiet eingenommen. Dein Gebiet wurde von verbündeten Truppen eingenommen. Wie weit bist du mittlerweile? Hast dich auch mal an Sim rangetraut? Wir haben ein Gebiet eingenommen. Das Rohr ausrichten. Sind die noch da? Augen auf die ausgewiesenen Koordinaten. Wo hat's da geschossen? Hat's doch von da geschossen, oder? Ja, Treffer! Willst du mich verarschen?
wirklich? Augen auf die Karte. Wirklich? Das kann aber wahr sein. Oh. Wir haben ein Gebiet eingenommen, super! So, nun? Wir haben die Initiative. Ja, die Stuck macht Spaß. Bei mir klingelt's. Eine Sekunde. Ich lebe zumindest noch. Auge auf die Karte! Kaum am Panzer. Okay. Das sind tatsächlich Feinde, warum sagt mir das keiner? Warum wird der Punkt nicht eingenommen von... Oh. Noch ein bisschen mehr und der Sieg gehört uns. Aber ihn hat's auch erwischt. Da ist wieder so viel Luft von uns unterwegs. Nicht ärgern, nur wundern. Ja, wie immer halt. Na. Mal gucken, ob ich mit dem 15 mm durch irgendwas durchkomme. Machen mich halt etwas langsamer, aber soll jetzt hier nicht das größte Problem sein. Hauptsache, wir haben die Luftüberlegenheit. Nicht nur Orientierung, wo ich überhaupt hin muss. Ja.
Kann man auch mal abstützen? Oder so? Scheiße. Das war gerade. Ich flieg der Flak entgegen. Wie blöd kann man sein? Das war gerade Hirnaussetzer des Grauens. Aber war gerade unnötig ohne Ende. Und in IFO hast du dich da jetzt rumgetrieben, Schattenwolf? Immer noch im selben Sektor oder hast du dich jetzt woanders hin begeben? Bombenschacht hat das Ding kein, was ist das? Das ist eine Ki, ein 548, das ist der B von der 10 Nachbau. Der Japaner. Ja, die Flak, genau die Flak. Was mich wundert heute ist, normalerweise sind da nicht ganz so viele Flieger in der Luft. Normalerweise bin ich da so ziemlich alleine, was das Fliegen angeht. Aber heute scheinen diese Runde mehr. Ich finde auch relativ schnell ein Match. So. Ein Bassboost noch an, okay. Kommt was Schönes, was Schönes, was Schönes. Es ist was Nutzloses. Ein Gutschein. Brauch kein Gutschein. Scheißdreck. Wie oft dürfen wir dann mit der Kiste noch sterben? Noch 5 kostenlosen Reparaturen, dann ist es vorbei mit der Kiste. Also richtig? Ich nehme mal hier noch eine Stuck mit. E5. mm bringt nichts. 20 mm auf dem Tier. Nee. 19 mm, das ist nichts. Wo du dich in EVE Online gerade rumtreibst, ob du immer noch im selben Sektor bist oder mittlerweile woanders gelandet bist. Du bleibst, wo du bist, das passt auch.
Ich mache jetzt mal YOLO mit der Stuck. Ich wette mit euch, diesmal ist feindliche Luft in der Luft. Feindliche Luft in der Luft. Feindliche Flugzeuge in der Luft. Das sind mal Landebahnen. Das ist. Boah, ja, das. Okay. Dann würde ich auch nicht gehen. Die BF-109 ist ein bisschen tief gerade. Perfekt. Sowas ist immer schön, wenn man ein ruhiges System hat. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Kann der Feind sich mal ver... Wir haben ein Gebiet eingenommen. Dass ich einen Hinweis habe, wohin ich überhaupt... Ah, C, wunderbar, wunderbar. Viel zu niedrig. Ein Gebiet wurde von feindlichen Truppen eingenommen. Da kommt ein Feind, Jäger. Bis genau. Ich habe sie gerade auch verfehlt. Die waren ein Stück weiter rechts waren sie. Und ich habe zu spät hochgezogen. Mit Bedeckung.
Na toll. Na toll. Oh, danke. Das war Rettung in der letzten Sekunde. Feindliche Truppen haben ein Gebiet eingenommen. Und man gewöhnt sich auch ab einem gewissen Zeitpunkt dran und kann ungefähr unterscheiden, was Feind oder Freund ist. Natürlich habe ich auch gewartet darauf, dass der Feind einen Punkt einnimmt, dass ich einen Anhaltspunkt habe, wo überhaupt jemand ist. Dass ich es jetzt so verschiele. Ich habe es ja nicht mal angekratzt. Wie ist der da? Von der Seite. Ich hab gedrückt. Ich hab gedrückt und gedrückt und gedrückt und nichts ist passiert. Ja. Ganz ruhig. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Oh. Ja, null Punkte. Kann nur besser werden, kann nur besser werden. Ich warte jetzt einfach mal und guck, was die Leute so wählen. Wobei, nee. Ich nehme die Stuck und verteidige A.
Du hast Scheiße gebaut. Was hast du denn gemacht? Okay. Und nun? Ich hatte das mit dem alten Account, dass da der Shop umgeschrieben hat. Du kannst, schreib den Support von denen an. Und sag, was passiert ist. Mir ist das mit dem alten Account passiert, da wollte ich Premium für diesen Account kaufen und dann war der plötzlich auf dem alten und haben sie mir das Gold transferiert. Schreib den Support an, die sind da recht zuvorkommend, muss man sagen. Sag, dass dir da ein Fehler unterlaufen ist und dann ist eigentlich alles gut. Augen auf den ausgewiesenen Sektor. Acht Feindflieger. Ja, und der Gutscheincode ist jetzt weg, oder was? Ja, aber schreibt den Support an. Die Spitfire konnte den Russen nicht unterscheiden. Das funktioniert ja perfekt. So snipert man. Es ist, also am Anfang bin ich auch total blind. Irgendwann ist es kein, also es ist kein Wissen, sondern eher so ein Gefühl, von da müsste ungefähr der Feind kommen. Also einfach das Wissen, bei der Map gibt es die und die Wege und Glück. Sehr, sehr, sehr viel Glück. Der andere ist mir leider entwischt. Oh.
die Karte! Keiner von mir feuerfrei. Das ist teuer im Sim-Modus. Du zahlst dann einen Haufen Geld, wenn du einen Freund abschießt. Aber gerade kommt keiner mehr. Ist natürlich jetzt ein bisschen Risiko, hier über die Brücke zu fahren. Gut, ein Panzer ist eher unwahrscheinlich. Aber für die Luftwaffe bin ich jetzt natürlich ein gefundenes Fressen. Hier bei den Windmühlen ist auch noch ein guter Sniperpunkt. Wenn man dann irgendwann mal einen sieht. Wir verlieren! Das ist ein deutscher Panzer. Sind alle hinter dem Hügel, verfluchte Scheiße. Yeah.
Irgendwann muss man ja mal vorwärts gehen. Hat der eine zweite Kanone? Ich sehe da immer, also diese kleinen Kreise sind ja da, wo ich gerade mit meinem Rohr im Ziel. Und ab und zu sehe ich da einen zweiten. Hat der ein zweites? Wahrscheinlich, aber Action. Jetzt nimmt ihn. Wir haben Initiative. Augen auf die Karte. Du hast doch gerade von da hinten rot geschossen, das heißt eigentlich Feindkampf. Ja. Da oben. Nee, geradeaus. Hallo. Unser Motorraum wurde beschädigt. Ich hab die ganze Zeit nach da geguckt, anstatt geradeaus. War mein Fehler. Fliegen wir zum Abschluss noch. Help. Ja, nee, tot. Ja, Schattenwolf, du hattest recht. Bin ich unrecht. Warum habe ich da jetzt, ich glaube, ein paar Panzerbrechende mitgenommen? Da fliegt was. Da schießt was. Also habe ich beides aus den Augen verloren. Ah ne, da. Dranbleiben, der Sieg ist greifbar.
Okay. Immerhin Panzerabschuss. Und mit dem Flugzeug immerhin noch einen Feind gesehen. Ich würde aber sagen, das war's für heute. Ich guck noch geschwind, wo ich euch hinhosten kann. Hose hat gerade aufgehört. Nee, heute nicht mein Tag. Heute nicht ganz mein Tag. Ich schicke euch zur bezaubernden Peaches. Lasst einen Gruß von mir da. Ich wünsche euch noch einen guten Abend. Kommt gut ins Wochenende. Morgen Assassin's Creed. Danke fürs Zuschauen. Danke fürs Dabeisein. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. Oder halt, warte mal, kann jemand anders? Nee. Macht's denn eigentlich? Ah, nee. Dann zu dem hier. Das Fliegen geht weiter. Tschüss zusammen. Da ist die liebe Shizuka. Einen wunderschönen Abend, Shizuka. Ich wollte gerade zur Hose überrosten. Hab gerade gesehen, dass er gerade Feierabend gemacht hat. Und du wurdest von Leutnant Schrippe schon vermisst, weil er dachte, heute ist Malen gegen mich. Ich habe schon Kai allein verpflichtet, dass er das nächste Mal mitspielt, dass er dann... Aber nun genug gelabert. Wie gesagt, einen wunderschönen guten Abend. Kommt gut ins Wochenende morgen. Bis dann. Tschüss.